Von Apergring bis Simmering! Impact Wien! Von Apergring bis Simmering! Impact Wien! Ich glaube, wenn wir so weitermachen, werden wir uns im nächsten Jahr, so bis 2017, überall im Land verankert haben. Wir sind weder Verhetzer, noch sind wir rechtsradikale Nazis. Nein, wir sind Patrioten. Wir sind die Grenze, wir sind das Volk. Die würden ganz rechts, nicht? Die da überall auf Ding und. Die sind gefährlich. Von Apergring bis Simmering. Ihr wollt niemanden einlassen. Wir wollen haben, dass die Masseneinwanderung gestoppt wird. Das heißt, wir brauchen jetzt mal gar keine Einwanderung mehr. Der Rechtsextremismus zeigt sich vor allen Dingen aktuell im Rassismus, in der Ablehnung von anderen, von Fremdgemachten, von Hilfsbedürftigen. Wir sind die Schlimmsten, wir sind die Rechten, wir sind Nazis. Wir sind aber keine Nazis. Wir sind die Bürger von Österreich. Und wenn wir die Wahrheit sagen, wir bleiben die Österreicher und wir lassen uns das von denen gefallen. Auf den prominenten Plätzen und Straßen der Wiener Innenstadt, wie hier am Minoritenplatz, haben in den vergangenen Monaten ziemlich oft Gruppen demonstriert oder Kundgebungen abgehalten, die von sich aus ungefragt betonen, dass sie keine Nazis sind, dass sie mit Hakenkreuzen und Antisemitismus nichts am Hut haben. Es ging ihnen nur, wie sie es nennen, um den großen Austausch der europäischen Bevölkerung. Die Kleidung und die Frisuren der Wortführer, die öffentlich in Erscheinung treten, sind betont adrett oder betont patriotisch. Sie heißen Verein Österreicher für Österreicher oder Identitäre Bewegung oder Partei des Volkes. Und wir haben uns gefragt, wer sind diese neuen Gruppen, die sich am rechten Rand breitmachen? Und wie extrem sind sie wirklich? Mein Kollege Andreas Mansberger hat Kontakt mit den neuen Rechten aufgenommen, sie einige Monate mit der Kamera begleitet und auch ihre Kritiker zu Wort kommen lassen. Spielfeld im Spätherbst 2015, am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung. Nahe der Grenzstation wird demonstriert. Eine Gruppe, die sich Identitäre Bewegung nennt, hat eingeladen. Gekommen sind vor allem Männer, Patrioten, wie sie selbst sagen. Heimatliebe ist kein Verbrechen! Heimatliebe ist kein Verbrechen! Wir würden gern mehr über sie wissen. Aber anfangs will niemand mit uns sprechen. Lügenpresse ist noch das Freundlichste, was wir zu hören bekommen. Man spuckt sogar in Richtung Kamera. Wortführer ist ein junger Mann namens Martin Sellner, der mit dem Mikro, ein ehemaliger Neonazi. Ein Demonstrant aus Vorarlberg erklärt uns, warum er hier ist. Die Probleme werden immer größer und größer. Wir haben bei uns Einbrüche, Vergewaltigungen, wo verschwiegen werden in Vorarlberg, wo wir wissen, dass es so ist, oder? Und es wird verschwiegen von den Medien. Man holt nur rein und klärt gar nichts auf. Erstmal die Politik austauschen, oder? Neue Regierung und neue Regeln. Der Terror ist überall. Sei es Vergewaltigung, sei es Übergriffe. Egal was ist, es wird in der Republik gemacht. Ich gehe Polizisten in Vorarlberg, wo wir es ins Gesicht sagen. Es ist am Wahnsinn. Wenn ihr wüsstet, das Volk, was passiert, würde es einen Volksaufstand geben. Das sagt uns ja keiner. Bis jetzt ist außer geredet worden, nichts gemacht worden. Und das kann so nicht weitergehen. Und gegen das stehen wir. Für unser Land, für unsere Heimat, für unsere Kultur, für unsere Familie und für unsere Kinder. Es sind zwar auch Italiener und Slowenen da, die Hymne der Herren ist aber I am from Austria. Reinhard Fendrich ist das übrigens gar nicht recht. Die Szene wächst. Das macht vielen Sorgen. Allen voran dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Wir treffen dort den Historiker Andreas Pehrn. Also hier haben wir die ganze Palette auch an rechtsextremen Zeitschriften, die wir ja sammeln. Zum Teil neonazistische, vielleicht wenn ich das so ordnen darf. Also beginnt es hier quasi im Neonazismus. Das hieße, eigentlich sind das Zeitungen, die dürften gar nicht erscheinen in Österreich nach dem Verbotsgesetz. Zum Beispiel? Wie die Hutenbriefe. Ja, was, da, zeigen Sie uns da mal, was ist das? Die Hutenbriefe sind, und insofern weitgehend, hier noch alte Rechte. Ja, das sieht dann auch so aus, auch grafisch. Ja, noch sehr oldschool, auch von den Zeichnungen. Hier geht es eigentlich nichts anderes als um Geschichtsklitterung
die angloamerikanische Globalisierungsfalle, Verschwörungstheorien, Antisemitismus. Das wäre so klassisch altrechts neonazistische. Und das wird Publikum noch herausgegeben? Wird noch herausgegeben. Mittlerweile ist die Herausgeberin nach Deutschland übersiedelt, aber bis vor kurzem ist das regelmäßig in Graz erschienen. Also hier sind wir sozusagen an der Grenze zum Verbotsgesetz. Also das wäre eindeutig über dem Verbotsgesetz. Hier ist die Grenze. Und da haben wir dann die rechtsextremen Publikationen. Wir haben den Verlag der Ruttenbriefe um Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort bekommen. Die modernen Rechten finden sich eher im Internet. Wie zeigt sich die neue Rechte heutzutage? Wir müssen zunächst beim Begriff kurz bleiben, den ich nicht ganz für unproblematisch halte, weil neue Rechte nicht nur, aber vor allen Dingen eine Selbstbezeichnung ist von Rechtsextremen, die sich damit von der alten Rechten, von der offen faschistischen, neofaschistischen oder noch in nationalsozialistischer Tradition stehenden Rechten abgrenzen wollte. Und jetzt gibt es natürlich bei dieser sogenannten neuen Rechten Menschen, die das tatsächlich ernst meinen, die diesen Bruch auch wirklich vollzogen haben, inhaltlicher Art, personeller Art. Das sind aber sehr wenige. Ein Großteil dessen, was sich unter dem Label Neue Rechte sozusagen versammelt, ist im Halt nichts anderes wie Rosttäuscherei. Ja, also insofern müssen wir den Begriff vorsichtig verwenden. Nicht alles, was sich Neue Rechte nennt, ist auch schon etwas Neues, sondern in Wahrheit die ganz alte Rechte in nur neuer Aufmachung. Neu ist jedenfalls ihr Aktionismus. Mit spektakulären Aktionen versucht die identitäre Bewegung, Aufmerksamkeit zu erregen. Gern klettert man auf Gebäude des politischen Gegners. Alles wird mitgefilmt. Die Grünen und die SPÖ sind schuld an dem Terror. Sie haben uns den Terror nach Europa importiert. Und wir bringen jetzt den Protest auf das Dach ihrer Parteizentrale. Popkultur mit rechtsextremen Inhalten, so beschreiben es die Verfassungsschützer. Der innere Kreis der Aktivisten ist überschaubar. Martin Sellner, sein Bruder, ein paar Getreue. Man will frech sein und cool, wie früher die Linken. Zielgruppe sind vor allem Gymnasiasten und Studenten. Das Muster ist immer gleich. Man sucht sich Symbole der, wie Sie es nennen, herrschenden Elite aus, wie hier das Burgtheater. Auch der ORF zählt für Sie dazu, weswegen man anfangs zögert, mit uns zu reden. Erst nach langem Hin und Her stimmen die Gebrüder Sellner einem Treffen zu. In Korneuburg. Als wir ankommen, stehen wir mitten im Kirtag. Darüber sind die Identitären ein wenig irritiert. Überall Ausländer, nicht gerade das Zielpublikum. Ja, ja. Könnt ihr das alles aufbauen jetzt? Das Symbol ihrer Fahne sei eine Hommage an die Spartaner, erklärt man uns. Die hätten sich vor 2.500 Jahren auch gegen eine Überzahl von Fremdlingen behaupten müssen, gegen die Perser. Das sind unsere derzeitigen Flugzettel. Sind die neu oder stehen die schon die letzten 6 Monate oder ja so? Oder wird das immer angepasst? Es wird schon immer angepasst, aber das ist halt mal so ein, so ein allgemeiner jetzt. Also wir haben dann halt, wenn irgendwas Spezielles passiert oder so, machen wir schon immer laufend neue und aktuelle. Aber was ist das Wichtigste jetzt an diesen Punkten, die da, ich habe das jetzt mal kurz. Ja, also unsere drei Forderungen, eben Grenzen dicht, Hilfe vor Ort und Remigration. Also es ist halt alles sehr einfach und anschaulich. Der junge Mann in der Mitte ist Thomas Sellner, neben seinem Bruder Martin das zweite Aushängeschild der Gruppe. Er studiert Maschinenbau. Wollen Sie einen Flugzettel haben von uns? Ich hab schon. Bitte sehr. Danke Ihnen. Gerne. Wir entdecken eine Österreich-Fahne auf einem Standl. Gibt es schon Sympathisanten in Korneuburg? Wieso haben Sie die Österreich-Fahne? Ja, für die Kunde mir leicht finden. Ah, verstehe. Also keinen Bezug, hätte andere Fahne auch. Schön. Nein, andere brauchen nicht. Nur das Österreich. Sind Sie lange schon in Österreich? Ja, 29 Jahre. Was verbinden Sie mit der Fahne? Das ist für unser Land. Das ist aber nicht. Super. Ja. Das? Haben Sie die auch im Auto? Nein, Auto haben wir nicht. Ne? Nur so haben wir das. Aber wo kommen Sie eigentlich? Ich geboren in Indien. Okay. Aber lebe ich statt Loch. Haben Sie indische Fahne auch zu Hause? Indien, aber nicht hier. Ich glaube, dass in unserer ganzen Bevölkerung irgendwie so eine Unsicherheit herrscht, was die
was den Bezug zum eigenen, zur eigenen Identität, zum eigenen Volk, zum eigenen Land angeht. Das ist sicher auch durchaus auch historisch begründet. Ja. Ich glaube aber, dass es hauptsächlich daran liegt, dass man heute in den Schulen, ja, in der Bildung irgendwie so mitbekommt, ja, alles, was irgendwie mit Patriotismus und Stolz zu tun hat, ist eigentlich schlecht, ist eigentlich überholt, ewig gestrig oder primitiv. Und das brauchen wir nicht. Und dass eigentlich irgendwie so dieser Anschein entsteht, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt das schlecht finde und primitiv finde, dann gehöre ich zu den Gescheiten dazu, dann gehöre ich zur Elite dazu. Ja. Das ist intellektuell, seine eigene Heimat nicht toll zu finden. Ja. Nein, ich bin dafür, bitte, dass das endlich gestoppt wird. Danke. Gehört doch schon gestoppt, bitte. Wir sind eh schon übervoll. Vollkommen richtig. Asyl waren, ja, ist richtig. Finden Sie das, merken Sie das selbst im Umfeld, dass das für Sie auch eine Belastung wird? Teils. Also, ich bin keine Geschreckte, dass ich fürchte oder was. Aber man bemerkt schon, wir haben ja alles da. Also, nur durch das, wenn es dunkel ist, sagst du halt Inder. Das kann ein Pakistaner sein, Afghaner sein. Das ist ganz wurscht. Kommen wir mit denen zurecht oder gibt es da Probleme? Die, die schon länger da sind, mit denen haben wir keine Probleme. Weil denen sagst du, wie es läuft, die müssen sich anpassen. Nur wenn wer neu reinkommt, dann muss du halt klarlegen, dass das nicht ist, dass sie sich wieder hinstellen können, wo sie am Platz sind. Ne? Aber sonst geht's. Also, wir wehren sie schon. Aber Sie können mit diesen Punkten übereinstimmen. Ganz. Darum habe ich gesagt, ich bin ihr Fan. Sagen Ihnen die Identitären etwas? Bitte was? Die Identitären, die da die Flyer verteilen, sagt Ihnen das was? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Wie ihr das unterscheiden wollt, wer Kriegsflüchtling ist und wer davor rennt, weil hinterher genau die schießen, die wir da auch nicht haben wollen. Und wer davor rennt, wer so einer ist. Das schauen wir an, wie ihr das an der Grenze erkennt. Wir sehen das eigentlich so, dass wir sagen, wir haben eigentlich jetzt eh schon so viel Massenwanderung erlebt in den letzten Jahrzehnten, dass es sowieso schon genug ist. Wir wollen sie komplett stoppen. Komplett. Okay. Völlig. Absolut. Ja. Einfach also, niemanden reinlassen. Gar keine Flüchtlinge niemanden. Rein. Einfach niemanden. Dann da Wirtschaftsflüchtlinge und Islamisten. Ihr wollt niemanden reinlassen. Wir wollen einfach wir wollen haben, dass die Massenwanderung gestoppt wird. Das heißt, wir brauchen jetzt mal gar keine Einwanderung mehr. Und außerdem finde ich jetzt Autochton, ja, das klingt alles so super nett und lustig, aber in Wirklichkeit Inzucht ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ja. Inzest auch nicht, aber Inzucht brauchen wir auch nicht. Und ich bin froh, dass wir uns so weit bewegt haben, dass die Menschheit sich inzwischen auch mit Menschen aus anderen Tälern baut, was vielleicht früher nicht so der Fall war, aber inzwischen haben wir es. Und das ist eigentlich gescheit. Weil Sie meinen zum Beispiel, dass ein abgelehnter Asylwerber eine Frau mit der Eisenstange um 5 in der Früh am Brunnenmarkt. Also, was redest du da für einen Scheiß? Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, von was ich geredet habe. Naja, aber das ist halt auch eine Folge von der Massenanwanderung. Es gibt auch Österreicher, die Leute schon da schlagen haben. Die sind ja arme Hund, was das machen bei uns. Schaut euch die einmal an. Du, das kannst ja sind nicht Sie geben. Auch interessiert an dem Unverstand? Nein, mir nicht. Dass ich gesagt habe, das sind die Wüden. Wie meinen Sie die Wüden? Die Wüden ganz rechts, nicht? Die da überall auf Ding und. Die sind gefährlich. Warum glauben Sie das? Ja, auf jeden Fall. Das merkt man ja und sieht man ja. Das Auftreten und das Benehmen von denen. Was Sie im Fernsehen gesehen haben, oder haben Sie das schon mal persönlich erlebt? Nein, Fernsehen. Und Zeitungen, man liest ja und weiß Verschiedenes. Das ist aber eigentlich, dass unsere Kultur lesen. Finger weg! Der Minoritenplatz mitten in der Wiener Innenstadt. Hier hält eine andere rechte Gruppierung, die wir auch in Spielfeld bei der Demonstration gesehen haben, eine Kundgebung ab. Die Partei des Volkes, kurz PDV. Das Volk lässt noch auf sich warten. Die PDV kommt aus Graz. Sie ist gegen die EU, gegen den Islam, gegen hohe Benzinpreise und gegen Zuwanderung. Grenzen zu und Ruhe, so lautet ihre Parole. Ich vertrete christliche Werte, für die Zukunft unserer Kinder stehe ich hier, weil unsere Werte in Europa sind christliche Werte und keine islamische Werte. Ich hoffe, dass wir in unserem Land etwas ändern können. Ich habe zwei Enkelkinder mit 9 und 11 Jahren, um die ich Angst habe. Die wir wirklich von einer Gasse in die andere führen, wenn wir es nicht mehr alleine gehen lassen. In größere Städte wie Horn hat eine junge Frau geschrieben, ich traue mich alleine mit dem Kinderwagen nicht mehr auf die Straße. Das muss man sich mal anschauen. Und das, was ich eigentlich nicht verstehe, ist das, wenn ich irgendwo bei der Kreuzung stehen bleiben muss, muss ich das Auto anspielen, weil es nicht sicher ist, ob es einer reingeht.
Ich schaue mir 5-mal am Tag die Nachrichten an. Ja? Und jedes Mal nach 10 Minuten kommt die Gehirnwäsche. Kommt irgendeine Asylantenfamilie, irgendwelche Asylanten, dann sieht man immer nur kleine Kinder. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, an mich kommt das nicht mehr heran. Jetzt drückt man nicht einmal eine Träne, wann drückt man das aus? Du traust dich auf die Nacht ohne Pfefferspray nicht mehr auf die Straße. Und das ist das Traurige an Österreich. Der Parteisekretär Wolfgang Pestel kommt aus Bayern. Er verbreitet im Internet Botschaften von Holocaustleugnern. Der Obmann Thomas Kirschner sieht sich als Retter der österreichischen Tradition. Traurig, dass wir heute so wenig Leute da sind, nachdem wir uns so manipuliert haben. Die Linken sind überall, weil wisst ihr ja, alles, was wir im Internet liest, über uns. Wir sind die Schlimmsten, wir sind die Rechten, wir sind Nazis. Wir sind aber keine Nazis. Wir sind die Bürger von Österreich. Und wenn wir die Wahrheit sagen, wir bleiben die Österreicher und wir lassen uns das von denen gefallen. Die Moderatorin kommt nicht aus Österreich. Hauptsache, die Gesinnung passt. Ich habe eine sehr einfache Frage. Was machen Sie hier? Ich demonstriere. Okay, aber demonstriere gegen was? Ich demonstriere gegen eine Regierung, die auf den kleinen Mann und kleinen Menschen im Volk scheißt. Und wie alt bist du? Ich bin 25. Super. Hast du keine Angst, denn später wird man uns vielleicht als irgendwelche Nazis oder Rechtsextremisten nennen? Schau ich aus, als hätte ich Angst. Schon, ja? Nein. Okay, sehr gute Antwort. Danke. Da spazieren wir mal langsam davor. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ums Eck warten schon linke Gegendemonstranten. Die seien schuld, dass so wenig Publikum gekommen ist, sagt die PDV. Die Leute, die behaupten, dass ich ein Nazi bin, die wissen gar nicht, was ein Nazi wirklich ist. Wir würden gern mehr über die Partei des Volkes erfahren. Ihre Anführer willigen ein, uns eine Woche später zu treffen. Parteisekretär Pestel träumt davon, all die neuen rechten Gruppen im Land zu einen. Fürs Erste muss man allerdings erst einmal das Wirtshaus finden, wo der geplante Termin stattfindet. Die Parteispitze ist aus Graz angereist und Wien ist groß. Ja, wir sind heute in Wien, weil sich Menschen, junge Menschen angeboten haben, die gern uns zur Seite stehen möchten. Und nachdem wir schon mehrere, viele solche Angebote bekommen haben, wollen wir erst mal schauen, wer sind diese Menschen, wer sind diese Leute. Sie können sich natürlich vorstellen, dass sich auch wirklich Rechtsgerichtete an uns wenden. Und wir wollen ja für die Bürger da sein, für das Volk da sein. Wir wollen in der Mitte stehen, auch wenn es uns, sage ich einfach mal, immer wieder unterstellt wird, dass wir das nicht wären oder nicht seien. Ja. Und wir schauen uns diese Menschen heute mal an, sprechen mit ihnen, veranstalten einen kleinen Stammtisch, lernen uns gegenseitig kennen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Daran, dass die Öffentlichkeit sie nicht als Mitte, sondern als Rechtsaußen wahrnimmt, seien die Medien schuld. Also wir haben jetzt kürzlich in einer Aussendung von Ö24.at stand also drin, dass es völkisch ist. Ja, wenn man also Heimatliebe hat, wenn man sich freut, in einem solchen Land leben zu dürfen. Ich als Ausländer, ganz tolle Geschichte hier, mich freut es unbandig. Ja, aber wie gesagt, es wird als völkisch angesehen. Ja. Und diese Treue haben anscheinend hat es das in früheren Zeiten auch schon gegeben. Und deswegen ist es braun angehaucht. Anscheinend haben die Heimatliebe verloren. Ja. Was ist Heimat? Österreich. Also wir waren immer ein stolzes Volk, ne? Und so sollte man sich auch bleiben. Und ja, es müsste theoretisch ja weitergehen. Aber nicht immer auf andere Leute und andere Länder schauen, wenn es uns selber schlecht geht. Die PDV steht genau wie die Identitären unter Beobachtung des Innenministeriums. Wir wollen wissen, wie man die neuen Rechten dort einschätzt und verabreden uns mit dem Sprecher der Behörde, Karl-Heinz Grundböck. Also dieses Phänomen der neuen Rechten sehen wir in Europa und sehen wir auch in Österreich. Was wir dabei sehen, ist durchaus ein sehr großer Unterschied vom Auftreten her. Wenn wir den Rechtsextremismus in der Vergangenheit betrachten, dann sehen wir hier eine sehr enge und explizite Bindung an die NS-Wiederbetätigung. Das heißt eben auch vom Auftreten her ist das eben sehr eindeutig erkennbar. Und an
diesen Bildern, wie wir sie eben auch schon kennen von Glatzköpfen, Springerstiefeln, Lederjacken. Die sogenannte neue Rechte in diesem Phänomen tritt vergleichsweise sehr viel moderner auf. Sie nutzt auch Ausdrucksmittel, die wir sonst eher aus einem linksextremen Bereich kennen. Es gibt zum Teil auch wirklich Aktionen, die Aktionen von Linksextremen kopieren und so in den Rechtsextremismus bringen. Das heißt, es gibt hier eine kreativere Ausdrucksform und es gibt in vielen Bereichen aber auch ein peinliches Vermeiden von jenem Bezug zur NS-Wiederbetätigung, um hier nicht in die Betrachtung des Verbotsgesetzes zu kommen. Die Identitären sind heute in Tulln. Martin Sellner, der Frontmann, verspätet sich. Er hatte Termine in Deutschland. Der 26-Jährige studiert Philosophie und Jus. Er ist in der europäischen rechten Szene ein gefragter Redner. In seiner frühen Jugend war er Neonazi und ein Mitstreiter von Gottfried Küssl. Also gerade meine Person dient den Linken immer wieder als ein Vorwand, um zu sagen, ja, die Bewegung ist ja doch eine Nazi-Bewegung, meine Vergangenheit wird hergenommen. Und ich finde das eigentlich extrem perfide, weil ich bin immer offen damit umgegangen und ich finde, man muss einem Menschen auch zugestehen, sich ändern zu können. Und es gab damals für einen patriotischen, jungen Menschen in Österreich, der aktiv auf die Straße gehen wollte, gar keine andere Schablone, keine andere Rolle als die des Neonazis. Ja. Man wird da von den Medien zum Teil auch wirklich hineingedrängt. Und genau aus dem Grund machen wir jetzt CEB, um eine Plattform aufzubauen, die demokratisch ist, die friedlich ist und die sich nicht inhaltlich von diesen Ideologien distanziert. Damit junge Patrioten die Möglichkeit haben, als Patrioten auf die Straße zu gehen, nicht als Nazis. Und ich finde es eigentlich sehr traurig, dass die linke Presse und die linken Medien das in keinster Weise würdigen, überhaupt nicht irgendwie das auch als eine positive Entwicklung wahrnehmen, überhaupt nicht erkennen, dass eigentlich die IB die stärkste Kraft gegen Rechtsextremismus ist im Land. Ihr sprecht ja doch von linken Gegnern. Würdet ihr hier als rechts bezeichnen oder nicht? Ich finde, links und rechts sind sehr oberflächliche Begriffe, die nur mal in ganz, ganz wenigen Bereichen funktionieren. Wenn man sich die FPÖ-Wähler anschaut, ja, kommen extrem viele aus dem sozialistischen Bereich und sind in vielen anderen Themen eher links eingestellt. Ja. Also ich würde diese Begriffe eher ablehnen. Ja. Mir geht es eher um Werte. Heimat, Grenzen, sichere Zukunft, Tradition. Wer sich zu diesen Begriffen bekennt, völlig egal, wie er sich sonst sieht, ist bei uns willkommen. Servus, grüß Gott. Darf ich Ihnen Flugzeit anbieten? Bitte schön. Sie auch? Wir sind von der Identitären Bewegung Österreich, eine patriotische Bewegung. Im Moment kämpfen wir vor allem gegen Massenwanderung in Österreich und für sichere Grenzen. Was ist das? Unser Flugzettel. Ja. Ja. Wir sind von der Identitären Bewegung und wir wollen in Österreich diesen. Habt ihr mitbekommen, diesen Asylwahnsinn, diese extrem viele Leute, die auf einmal eingewandert sind in den letzten Jahren. Ja. Und wir glauben, das ist gefährlich und problematisch. Die Herren sind selbst Asylwerber. Mhm. Ach so, wo kommt ihr her? Kannst du trotzdem behalten. Städten, ja. Ja. Aus welchem Land kommst du? Syrien. Syrien, ja. Ganz durch Syrien. Seit wann bist du hier? Seit 2013. 2013, ja. Wie ist das für dich, die Lage hier oder wie in Österreich zu sein? Ist super, ja. Ist super? Ja, ist gut, aber ist schwierig auch. Weil das Problem ist so, in Österreich haben die Leute auch Angst, weil so viele auf einmal kommen, weißt du? Ja, das ich ist, verstehe. Ist so viel ja, auf einmal. Ich verstehe, ja. Und verstehe. Das ist genau das Problem und viele auch nicht kontrolliert. Zum Beispiel ihr, mit euch kann mich super unterhalten, aber es gibt dann andere, ja, die Frauen vergewaltigen oder gibt Terror und so, ja. Und da haben die Österreicher Angst. Ich glaube, es ist zu viel auf einmal und es muss mehr Kontrolle sein, ja. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, dass in Syrien wieder Frieden ist, dass dort eine Zukunft ist, weißt du? Mhm. Weil dass jeder Zukunft hat in seinem eigenen Land. Ja? Weil Syrien ist ja ein schönes Land, oder? Also könnte schön sein, ja, ohne Krieg. Ja, ist ein schönes Land, aber jetzt, wir haben einen Krieg. Ja, ich verstehe das völlig. Ja, ich verstehe das völlig. Villach, Ende Mai. Die Partei des Volkes, kurz PDV, möchte in Kärnten Fuß fassen. Man hat zu einem Marsch gegen Zuwanderung geladen. Vorerst ist nur Generalsekretär Pestel samt Gattin da. Der Parteiobmann hatte eine Autopanne und verspätet sich. Macht nichts. Auch die Anhänger lassen noch auf sich warten. Vielleicht finden sie aber auch nur den Apolloplatz nicht. Herr Pestel hat die Idee, ein Hinweisschild zu schreiben. Er ist optimistisch. Ja, es kommen schon noch Leute hinzu, ja. Zufrieden, da muss ich sagen, zufrieden kann man eigentlich nur sein, wenn der Platz bummvoll wäre, ja. Wenn mehr Bürger auf die Straße gehen würden, wenn die Bürger den Mut hätten, ihr Gesicht zu zeigen. Leider ist es so, wie ich schon gesagt habe, in Wien, dass Menschen, die auf die Straße gehen, fotografiert werden,
dann im Internet diskreditiert werden, ja, bis hinein in die Firmen. Also ich kenne selbst drei Leute, die ihre Arbeit verloren haben, nur weil sie bei uns auf Demonstrationen waren. Ja, was schreibt sie? Sie hat jetzt draufgeschrieben, Demo Apolloplatz mit 2 L. Und damit die Leute wissen. Wir sagen jetzt nichts, war nicht, warum wir lachen. Aber damit die Leute wissen, dass man sich hier unten, dass man sich hier unten trifft. Nein, schreib mal, denk du bloß ein L reinhängen, da ist ja wurscht. So eine. Ist ja wurscht. Sieht ja keiner. Ja, damit die Leute wissen, dass man sich hier unten trifft. Vielleicht haben es viele nicht gelesen. Ich danke dir. Vielleicht haben es viele nicht gelesen im Internet, auf Facebook. Aber wie gesagt, schauen wir noch mal. Der Zustrom bleibt überschaubar. Und dieser Rechtsradikalismus, diese Hetze, die uns unterstellt wird, die müssen wir zurückweisen, weil es einfach nicht stimmt. Wir sind weder Verhetzer, noch sind wir rechtsradikale Nazis. Nein, wir sind Patrioten. Wir sind Patrioten, die für Österreich stehen. Bravo, Wolfi. Stimmt das, super. Ich hab schon wieder einen Durst. Wir als Frauen, wir dürfen nicht mehr aushängen, weil wir uns vergewaltigen lassen müssen. Ganz fein. Und dann sollen die Multikulti schreien, oder was? Sicher nicht. Ja, meine lieben Freunde, jetzt sind wir da. Am Schillerplatz. Ich darf sagen, stellt euch ein bisschen in den Schatten. PDV-Chef Thomas Kirschner hat sein Auto zum Glück wieder flott gekriegt und kann übernehmen. Ja, mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ja, funktioniert, das ist einmal am Freitag. Ja, das ist ja technisch. Technisch ein Genie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicher, liebe Patrioten, ich freue mich sehr. Na, was haben wir da jetzt? Er pfeift schon immer aus dem letzten Loch. Sie fordern es heraus, dass es zu einem Volksaufstand bzw. zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Wie man sieht, hat sich Österreich bereits halbiert und gespalten, meine Damen und Herren. Ich sage Nein dazu. So etwas brauchen wir in Österreich sicher nicht, weil wir das Volk sind. Und wir gehen wählen und wir sagen, wo der Strang zu ziehen ist. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Herr Kirschner hat gerade Ärger mit der Justiz. Er hat vor einer Moschee Schweineköpfe deponiert. Sein Mittäter entpuppte sich als Agent des Heeresgeheimdienstes. Jetzt gab es diese Geschichte mit der Moschee, wo angeblich Sie Schweineköpfe an die Moschee gehängt haben. Wie stehen Sie dazu, zu dem Thema? Ich möchte jetzt gar keine Antwort drauf geben, weil da gibt es jetzt ein paar Geschichten drüber. Ich war zwar dabei, muss ich dazu sagen, ja, aber das war eine abgespielte Sache von einer. Darf ich ganz kurz ja, unterbrechen bitte. Bei diesem Ding? Wir werden an dieser Sache noch recherchieren. Und ich denke einfach mal, dass es vielleicht auch in eurem, in ihrem Interesse ist, meine Herren, wenn wir zu Ende recherchiert haben, wie das genau abgelaufen ist und wer da dahinter steckt, dass wir euch als Erste informieren darüber. Ja, aber wollen Sie jetzt nichts dazu sagen, weil der Vorwurf steht ja im Raum. Nein, ich würde es noch erst dann sagen, wenn ich genau weiß, was da passiert ist. Also arbeitet ja auch der Verfassungsschutz an dem Thema, weil da verschiedene Sachen falsch gelaufen sind und nicht aber richtig. Aber das heißt, weil Sie gesagt haben, Sie waren aber dabei, wie die aufgehängt worden sind. Ich war dabei, ganz klar. Ja. Warum ist man bei sowas dabei? Ein Zeichen setzen. Ich bin nämlich ziemlich geärgert, damals zu der Zeit, dass da die Islamisten da etliche Sachen gemacht haben, mit Vergewaltigungen aufgerufen haben zu Demonstrationen. Und wenn man mitten in Graz eine Moschee baut, was auch der Bürgermeister von einer schwarzen Partei fördert und auch die Grünen fördern, dann sollte man mal ein kleines Zeichen setzen. Und denen mal sagen, dass sie nicht so willkommen sind, als wir alle glauben. Herr Kirschner, jetzt wird Ihnen teilweise, ich habe ein bisschen recherchiert, im Internet findet man sich relativ viel, da wird Ihnen vorgeworfen, ein Nahverhältnis zum NS-Regime zu haben, wegen verschiedenen Postings etc. auf der Facebook-Seite. Wie stehen Sie da dazu?
Ja, das müssen Sie mir mal beweisen. Also ich weiß nichts davon, dass ich irgendwas von der SS postet habe oder irgendwas mit Nazi zu tun habe. Ich habe einmal bei der ersten Demonstration habe ich eine Kinderwiege gepostet. Ja? Das war eine Mutter mit einem Kind in einem Kinderbett drinnen und was das Kind geschaukelt hat. Ja? Das habe ich einmal gepostet. Die Linken sind nachher draufgekommen, dass das Foto oder das Bild aus der NS-Zeit stammte. Ja? Und dadurch ist auf einmal das rausgekommen, ich bin ein Nazi. Das war aber nirgends erkennbar. Nirgends. Da war kein Hockenkreuz oder irgendwas oben, dass das irgendwas mit Nazi zu tun hat. Alles war, wie so oft, ein Missverständnis. Und das antisemitische NS-Poster, das Herr Pestler auf seiner Internetseite geteilt hat, offenbar auch ein Missverständnis. Der Verfassungsschutz allerdings hält dies alles für Ausflüchte. Seine Experten bewerten die Partei des Volkes als klar rechtsextrem. Am Minoritenplatz ist wieder einmal eine Kundgebung. Eingeladen hat die junge SPÖ. Das Motto: Gemeinsam gegen Terror. Unter linke Studenten, Muslime und Katholiken mischen sich, uneingeladen, Martin Sellner und die Identitären. Offiziell um mitzudemonstrieren. Aus Sicht der Veranstalter allerdings geht es einzig um Provokation. Burschen, halten Sie mal eure Schilder hoch, damit man sie sieht. Es kommt zu Diskussionen. Wir stimmen grundsätzlich zu. Voll inhaltlich. Gemeinsam gegen Terror. Stimmen wir zu. Ja, aber das ist ein Schlagwort und das entspricht nicht dem Aufruftext dieser Veranstaltung. Wir sind bereit, hier mitzumachen. Ja. Der Aufruftext dieser Veranstaltung beinhaltet mehr als das Schlagwort Gemeinsam gegen Terror. Vieles im Aufruftext. Und was nicht? Ja, ich bin dafür, dass alle, die hier sind, diese für heute unterschreibe ich alles davon, weil ich es einfach gut finde. Für heute? Das ist eine interessante Sache. Weil ich es einfach gut und schön finde. Warte, ich kann sowieso nicht mit reinschauen. Was ich wir wollen, Organisationen, die diesem Aufruf zeigt innere Größe. Zeigt innere Größe. Zeigt Toleranz. Zeigt Toleranz. Sagst doch, dass du tolerant bist. Habe ich das gesagt? Wirst du auch tolerieren können? Du bist Teil von der Bundesjugendvertretung. Ich bin von der Bundesjugendvertretung, ja. Und wir haben keine Rechtsgrundlage, dass man es wegschickt. Sie wollen auch hier dabei sein. Und aber Sie haben keine Kundgebung angemeldet, oder? Ja, es ist eine öffentliche Kundgebung. Es steht ja nirgends, wer alle dabei sein darf. Es ist eine öffentliche Kundgebung und da kann sich jeder. Ja, eigentlich aus unserer Sicht nicht. Ja, ich hoffe. Also aus unserer Sicht ist es eine Sabotage. Wir haben die Kundgebung unter unserem Namen angemeldet. Ja, aber es darf. Ich habe keine Handhabe, dass ich die entfernen will. Das finden wir sehr gut, wenn Menschen gegen Terror sind, aber dann sollten sich die Identitären überlegen, wieso sie ständig vor verschiedensten Parteihäusern mit Kunstblut um sich werfen und sollten vielleicht selbst überlegen, ob sie nicht hier ein bisschen gesellschaftspolitisch ziemlich viel Hetze betreiben und eigentlich unsere Kundgebung, wo wir ein Miteinander heute demonstrieren wollen, ziemlich stören. Wir wollten heute auch friedlich teilnehmen. Ihr habt über uns gesprochen. Ich will auch kurz eine Sache sagen. Wir werden uns in die Menschenkette, wenn ihr das wirklich nicht wollt, nicht anschließen. Ich fand es trotzdem schön, dass wir friedlich gemeinsam zusammenstehen konnten. Ich hoffe, das war ein erster Schritt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Denn ihr werdet uns nicht los, wir werden euch nicht los. Wir müssen gemeinsam die Probleme lösen. Ich glaube, Patrioten haben auch ein Recht, darauf gehört zu werden. Vielen Dank und ich freue mich, dass wir gemeinsam die Veranstaltung abhalten konnten. Wir haben diese Veranstaltung nicht gemeinsam abgehalten. Wenig später im Internet klingt Martin Sellner nicht mehr so verbindlich. Er kritisiert die Demonstranten als Heuchler. Sie seien es, die in den Multikulti-Vierteln den Terror züchten würden. Sind die Identitären wirklich so friedlich, wie sie sich uns gegenüber geben? Historiker Andreas Beham hat seine Zweifel. Um ihnen auch sozusagen diese Gewalttätigkeit, die latente Gewaltdrohung, und das ist eben wichtig, weil sie nach außen immer sich so darstellen, ja, quasi wie völkische Hippies, die niemandem was zuleide tun. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und gerade in ihrer Agitation, das war zum Beispiel ein Kleber aus der Frühzeit der Identitären, ja, Street Fight Experience, sind es 1529. Also wieder der Bezug auf die Türkenkriege, also schon sehr was Martialisches, aber das kennen wir auch von der FPÖ. Aber hier explizit
der Zusammenhang hergestellt zum Straßenkampf heute. Ja? Und das trifft sich natürlich dann auch mit, ja, früher hätte man gesagt Wehrsportübungen, heute wird es ein bisschen moderner praktiziert, man robbt nicht mehr so im Gatsch wie noch zu Küssels Zeiten, sondern ja, man trainiert eben wieder Selbstverteidigung, Boxkämpfe, Kampfsport und so weiter. Und auch Martin Sellner selbst, wir haben hier einen Tweet aus dem letzten Jahr, wo er schreibt, Gott sei Dank habe ich schon eine Waffe gekauft, bevor der Asylwahn begonnen hat. Dürfte es schwer sein, jetzt noch etwas Gutes zu bekommen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ist das Gepose, ist das Drohung, also eben Waffen kaufen, auch wie sie im Internet posieren, solche Bilder. Während Sie jetzt selbst sagen, ja, das ist ja quasi nur Spaß, das gehört zu einer Jugendbewegung, zu einer Jugendkultur. Aber es ist halt, besteht halt die Gefahr, dass es da draußen noch viele Breiviks gibt. Und die verstehen es nicht als Spaß, sondern verstehen es ernst und als Zeichen, als Signal zum Zuschlagen. Die Identitären sagen dazu, dass Kampfsport einfach Teil ihrer Jugendkultur sei. Mit Küssels Wehrsportübungen hätten sie nichts gemein, genauso wenig wie mit dem Massenmörder Breivik, der sei ein Einzeltäter gewesen. Rechtsextrem, viele Leute haben noch immer Schwierigkeiten, das einzustufen. Wo beginnt das? Wie zeigt sich das? Wo sieht man auch anhand der ganzen Werbung der Identitären, dass es in die rechtsextreme Richtung geht? Naja, der Rechtsextremismus zeigt sich vor allen Dingen aktuell im Rassismus, in der Ablehnung von anderen, von Fremdgemachten, von Hilfsbedürftigen, in der Hetze vor allen Dingen gegen Flüchtlinge. Und gerade die Identitären haben das zugespitzt zu einem Konflikt geradezu apokalyptischer Ausmaße. Ja? Der große Austausch ist einer ihrer Parolen. Ich nenne das den Pathos der letzten Chance. Ja, man stilisiert sich als die letzte Generation, die den Untergang Europas aufhalten kann. Peham ist übrigens auch Experte für islamischen Radikalismus. Sieht er das alles so kritisch betrachtet auch und beobachtet? Sehen Sie diese islamische Bedrohung? Na, die Gefahr besteht natürlich im Islamismus oder durch den Islamismus, durch den politischen Islam oder noch schlimmer durch den Dschihadismus. Nur die Identitären sind genau die Falschen, um den Dschihadismus zu bekämpfen, weil sie sind ja Counter-Dschihadisten und insofern den Dschihadisten sehr ähnlich, in sehr vielen. Ja? Martin Sellner schwärmt im Internet, wie toll die Videos vom IS sind. Ja? Bis hin auf die bildhafte Darstellung gibt es Ähnlichkeiten. Das heißt, es gibt Parallelen, sie spiegeln unbedingt, sich irgendwie. Unbedingt. Der Männerüberschuss, die Aggressivität, das endzeitliche Denken, also hier Reconquista, dort Heiliger Krieg, ja? Auch diese Bezugnahmen auf die Vergangenheit. Es sind nicht halt nur jeweils die gegenüberliegende Seite, aber wir haben es in beiden Fällen mit Extremismus zu tun, mit einem, wie wir meinen, rechten Extremismus. Auch der Islamismus stellt für uns einen Rechtsextremismus halt vor religiösen Hintergrund dar. Hier bei den Identitären fehlt der religiöse Hintergrund. Auch wenn Sie von Reconquista sprechen, meinen Sie das nicht theologisch, sondern vor allen Dingen militärisch und kulturell. Westen, Europa, macht die Grenzen nicht! Wien im Juni. Die Identitären haben zu einer Demonstration geladen. Das Motto: Europa verteidigen. Aus Polen, Slowenien, Italien und Deutschland sind Gesinnungsgenossen gekommen. In den nächsten Minuten wird ein Aktivist der IB Wien diese Zettel austeilen. Da seht ihr erstmal unsere eigenen Demo-Regeln. Brauchst du nicht eigens durchgehen. Das heißt, wir wollen einen disziplinierten, einen ordentlichen Zug haben. Wir wollen ein gutes Bild machen. Und zweitens seht ihr unsere offiziellen Demo-Parolen. Bitte nur diese Parolen rufen. Wir werden sie vorher durchgeben. Und dann lautstark wiederholen, damit sie ganz Wien hört. Wir werden heute zeigen, im 15. in diesem Bezirk, wo ja, die Früchte von Multikulti auch schon überreif sind, dass es noch Wiener gibt, die haben wollen, dass Wien Wien bleibt. Und dass wir als Patrioten uns unsere eigenen Straßen nicht nehmen lassen. Probier mal an. Die T-Shirts entwirft Herr Sellner übrigens selbst. Der Verkauf ist eine wichtige Geldquelle. Die Polizei wird es heute nicht leicht haben. 1000 Identitären stehen 1000 Gegendemonstranten gegenüber. Also ihre heutige Demo steht unter dem Motto Defend Europe. Was jetzt so klingt, als würden sie irgendwie Europa verteidigen oder übernational sein. Aber de facto geht es darum, dass man gegen Flüchtlinge hetzt. Sie sind keine
Hose, rechte Truppe. Es sind beinharte Neonazis, die versuchen, den rechtsextremen Straßenterror aufzubauen. Kein Fußbreit dem Faschismus! Kein Fußbreit, kein Fußbreit, kein Fußbreit dem Faschismus! Es geht darum, dass wir das, wir als Linke, nicht zulassen. Und dass wir entsprechend ihnen entgegentreten und sagen, die Straße, die Öffentlichkeit gehört uns und nicht dem Faschismus. Sozialismus wird siegen. Von Atakrim bis Simmering. Wie Berg-Wien! Von Atakrim bis Simmering. Wie Berg-Wien! Festung Europa! Mach die Grenzen dicht! Festung Europa! Mach die Grenzen dicht! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Auch wenn die Identitären das nicht so gern hören, nicht nur die linken Gegendemonstranten, auch das Innenministerium stuft sie als rechtsextrem ein. Wörtlich heißt es im Verfassungsschutzbericht 2014, die Distanzierung vom Neonazismus in öffentlichen Statements ist als taktisches Manöver zu werten, da sich in den Reihen der Bewegungselite amtsbekannte Neonazis befinden. Die linken Gegendemonstranten versuchen, zu den Rechten durchzubrechen, um ihren Zug zu stoppen. Die Polizei geht dazwischen. Es fliegen Steine in Richtung der Identitären. Einer von ihnen wird so schwer getroffen, dass er ins Spital eingeliefert werden muss. Der Publizist Hans Rauscher geht tags darauf mit den Gegendemonstranten hart ins Gericht. Linke Chaoten und Autonome hätten mit ihren Gewaltaktionen im Kampf gegen die extreme Rechte nichts verloren, schreibt er in einem Kommentar. Sie seien kontraproduktiv und keine Verbündeten für Demokraten. Die Identitären fühlen sich als moralische Sieger. Unsere Patrioten aus ganz Europa behalten ihre Ruhe. Es ist eine großartige Leistung von den jungen Leuten hier, ruhig zu bleiben, während sie attackiert werden. Es ist ein Skandal, dass in Österreich im Jahr 2016 Patrioten nicht auf der eigenen Straße marschieren können. Es ist eine Frechheit, dass wir ein Nachspiel haben, aber wir werden uns davon nicht einschüchtern lassen. Wir kommen wieder mit mehr Leuten. Wir zeigen, wie ist unsere Stadt. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. Das sei überzogen gewesen, kritisieren die Grünen später. Bilanz der Demo: 13 Verletzte, darunter 4 Polizisten. Ein Identitärer wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt, 7 Gegendemonstranten festgenommen. Einige Tage später. Beim monatlichen Stammtisch der Identitären in Otterkring wird die Demo gefeiert wie ein großer Sieg. Diese Stammtische sind, genau wie das Internet, ein wichtiges Instrument für die Rekrutierung neuer Mitstreiter. Da läuft gerade ein Livestream. Das machen wir jetzt beim Stammtisch immer für die Leute, die zu Hause bleiben, die keine Zeit haben, damit sie trotzdem zuschauen können. Und der eine Verletzte, der gerade im AKH liegt, dem haben wir ein Netbook gebracht, dass er auch zuschauen kann heute beim Stammtisch. Ja. Ich bitte ganz kurz um eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ihr könnt alle mal nett zum Computer winken und applaudieren, ja. Falls ihr das seht. Ja. Servus, Max. Ein paar neue sind gekommen. Naja, warst du auf der Demo oder? Ich war noch nicht. Kommst du das nächste Jahr? Beim nächsten Mal sicher. Ah, sehr gut, sehr gut. Zum ersten Mal hier heute. Ja. Über dich gekommen, oder? Nein, eigentlich der alleine. Der Benni ist über mich gekommen. Selber, eigene Initiative, ja. Einmal in der Woche gehen wir boxen. Da. Hast du schon mal geboxt? Ja, mit 16. Ah, wirklich? Cool, ja. Also es ist nicht so hardcore, ist auch für Studenten und so, ja. Und machen wir halt mit so einem Typen, der das schon seit Jahren macht, ja, der trainiert mit uns. Und dann, was wir machen, ist halt, wir verteilen Flugzettel, machen Infotische, wir malen Banner, wir haben Sommerfeste. Und vor allem aber natürlich, wenn man dann länger dabei ist und wenn man quasi, wenn man,
wenn wir zeigen, wenn du siehst, also wenn wir sehen, dass man sich auf dich verlassen kann, dann gibt es dann nachhaltig größere Aktionen, so aus Burgtheater rauf oder so, wenn du schwindelfrei bist, ja. Naja. Wir lernen einen deutschen Anhänger kennen. Ja, ich bin jetzt zum vierten Mal hier in Wien dabei beim Stammtisch, bin selber aus Deutschland, habe gelegentlich beruflich hier zu tun und kenne die auch von Deutschland und versuche halt immer die Gelegenheit, ganz zumindest mit dabei zu sein, einfach sich mit anderen Patrioten auszutauschen und mal zu schauen, was kann man in Deutschland noch verbessern, weil doch die Österreicher doch deutlich uns voraus sind, was die Entwicklung betrifft. Inwiefern voraus? Ja, sie haben deutlich mehr Zulauf auf jeden Fall. Wenn man sich hier umschaut am Stammtisch, das ist natürlich eine riesen Anzahl von Leuten, auf jeden Fall. Und ich denke, sie sind auch in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter. Das ist in Deutschland noch nicht ganz so der Fall. In der Partei des Volkes gibt es Neuigkeiten. Generalsekretär Pestel ist ausgetreten, wegen Unstimmigkeiten. In diesem Gasthaus will er heute mit einer Mitstreiterin eine neue Organisation gründen. Sie wird Österreicher für Österreicher heißen. Leider ist außer uns niemand gekommen. Auch sonst läuft es nicht optimal. Herr Pestel muss demnächst vor Gericht, wegen Holocaustleugnung. In Wien ist es sehr schwer, politisch Fuß zu fassen. Also man muss dann schon, wenn man in Wien etwas werden möchte, muss man natürlich das entsprechende Parteibuch haben. Vielleicht nur ganz kurz angerissen. Das ist ja finanziell für Sie wahrscheinlich auch sehr intensiv, natürlich, diese ganzen Prozesse natürlich. Und alles. Wie finanziert Sie denn das? Hier zu diesem Prozess, wie gesagt, gibt es also einen staatlich bestellten Verteidiger. Ja. Aber was leben Sie überhaupt? Ich? Notstandshilfe. Ja. Für mich die ganze Sache sehr kostenintensiv. Sehr kostenintensiv. Wir haben also diese ganzen Fahrten zu den Veranstaltungen, zu den Stammtischen, alles selber getragen. Ich trage das auch, wenn ich hierher fahre, heute alles selber. Ja. Und was haben Sie früher gearbeitet? Was? Ich habe zwei Berufe erlernt, Restaurantfachmann und Papiertechniker. Kann beide Berufe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Ich habe also Herzinfarkt gehabt und so weiter und so fort. Und ja, Hemiparkinson, ja, das im Moment wieder stärker ausschlagt. Gell? Du siehst das, ja. Und ja, Herr Pestel fühlt sich unschuldig, auch wenn er über Jahre im Internet immer wieder antisemitische und neonazistische Inhalte verbreitet oder gelobt haben soll. Er sieht sich als Forscher, der die Menschen zum Nachdenken bringe. Die österreichische Justiz ist anderer Meinung. Was steht da drin genau? Das alles, was im Fließtext war, habe ich ja nicht einmal beachtet. Was steht da aber drin? Da steht erst größtens, und in das deutsche Volk jemand hervorbrachte. Ja. Und wer sollte das sein? Ich vermute einfach mal, dass es hier um diesen Menschen da aus Braunau geht, ja, der da seinerzeit nach Deutschland ausgewandert ist. Ja. Und hier steht also auch befreit von der Wahrheit und der schönsten und erhabensten Zeit, die Deutschland je erleben durfte. Also es geht hier immer um Deutschland, nicht einmal um Österreich. Ne? Und wie gesagt, dann diese Sache mit dieser Judengeschichte. Und ja, dann waren sie eben auch der Meinung, dass das eben eine einseitige sowie propagandistische, vorteilhafte Darstellung des nationalsozialistischen Regimes ist. Ein paar Wochen später wird er wegen Wiederbetätigung zu 20 Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Bei uns auch darum, dass wir also Menschen unterstützen, dass wir Kinder unterstützen, Familien unterstützen. Und auch wenn wir heute nur wieder im Stich gelassen worden sind, dann kannst du kommen und kontrollieren. Und wenn du eine Nachbarin hast, die eben die Post